Gut, erstes Secreto haben wir jetzt auch gefunden durch ein Rätsel, das wir wirklich sehr gut, ne? Gut, dass wir echt nochmal geguckt haben. Weil wir kennen das ja mittlerweile, ne? Wenn wir da irgendwelche Falltüren sehen, dann müssen die ja irgendwie aufgehen. Und durchs letzte Level, ich glaube, das war im letzten Level, da hatten wir ja auch das mit den Kisten, dass da so Druckplatten sind, ne? Deswegen. Hör ich schon wieder ein? Ja. Schnauze. So. Ich glaube, ich zwiebel mir das direkt mal rein. Das Medikit. So. Zack. Ich bin auch echt gespannt auf den dritten Teil, muss ich die ganze Zeit nicht sagen. Deswegen, ich möchte hier... Weil die wird auch irgendwie aufgehen. Ne? Irgendwie wird die schon aufgehen. So, da brauchen wir wieder einen Chip. Da unten haben wir wieder einen Schlüssel. Sehr schön. Hallo, Schlüssel. So, könnten wir da durchschwimmen? Geht die auch? Sag mal. Das kann wohl nicht wahr sein, oder? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte gerade mal genüsslich hier schauen. Ne? Ganz genüsslich, aber es geht nicht auf. Hier können wir auch nichts machen. Nee, okay. Hätte ja sein können. Ne, wir lernen ja. Es ist ja immer wieder ein Lernprozess, den wir hier durchgehen. So, der hätte nichts dabei. Ah, cooles Tattoo. Wir hatten auf jeden Fall hier vorne ein Schlüsselloch, das weiß ich noch. Ein Schlüsselloch. Und da ist nämlich auch der, ne? Warte mal. Wir sind ja jetzt hier unten. Kommt da direkt einer? Nee, ich wollte nur mal kurz gucken. Wir sind jetzt hier direkt unten. Oh. Bevor wir da jetzt wirklich sagen, dass da nichts ist. Okay, da kann wirklich nichts sein. Ne? Es ist immer noch zu tief. Ja, es ist immer noch zu tief. Naja. Es hätte ja sein können, dass wir auf der richtigen Höhe sind. Hätte ja sein können. Gut. Wir gehen einmal durch unsere... Was denn? Die Dino-Köpfe, ne? Wie cool. Aber ich hoffe, wir müssen nicht gegen den Dino kämpfen. Bitte nicht. Okay. Ist das ein Irrgarten? Ich gehe trotzdem mal hier eben lang. Den Dino. Hallo. Oh, das kann nicht wahr sein. Sag mal. Mein Gott. Da ist tatsächlich ein Dino. Lecco Mio Grande. Guck mal, da ist er. Aha. Lass mich raten. Und da wird auch wahrscheinlich dann das dritte Secret sein, ne? Aha. Ach du Heilige. Ich habe so ein leichtes Gefühl, dass wir auch gegen den kämpfen müssen. Es beschleicht mich so ein kleines, leichtes Gefühl. Okay, hier können wir aber weiter nichts machen. Nee. Gut. Aber wie geil, ne? Ich finde das so geil hier. Jetzt sind wir hier wieder auf der anderen Seite. Okay. Ich höre schon wieder ein. Na? Ah, das ist aber echt... Das ist auch echt schlimm, ne? Sag mal. Alter, wie schlimm das ist. Aha. Junge, Junge, Junge. Also das Schießen an sich, ne? Und dieses, Zielen. Ist ja kein Wunder, dass wir die ganze Munition verballern. Aha. Ne? Dann ist es echt kein Wunder. Wie cool einfach. Ja, lass mich mal in Ruhe, du. Das Problem ist nun natürlich nur an der Sache, wir haben bis jetzt nur die Shotgun und unsere normalen Knarren. Damit werden wir keinen Dino töten können. Das ist eher unwahrscheinlich. War es das hier schon? Das kann ich mir doch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier schon war. Sicario, okay. Aber wir können an sowas nicht klettern, ne? Nee. Wollt nur mal sicher gehen. Okay.
Aber wir haben noch das. Haben wir den Hotelschlüssel noch? Weiß ich gar nicht. Ich speichere mal, aber das war doch jetzt nicht nur da, damit wir den Dino sehen können, oder? Ich gehe sofort nochmal hin. Warte, ich will nur mal kurz gucken. Ich will nur mal kurz was gucken, ne? Bevor du jetzt gleich schon wieder hier ausrastest. Ne? Will ich nur mal kurz gucken. Nur mal kurz. Nee, nee, nee. Da brauchen wir... Okay, da brauchen wir ein Chip. Für den Dings brauchen wir auch was. Es muss hier weitergehen. Okay. Ich dachte, wir hätten irgendwo noch andere, irgendwo noch woanders ein Schlüsselloch gehabt. Okay. Pass auf. Ich ziehe mir nochmal eine Fackel. Und dann schauen wir nochmal ein bisschen genauer. Hier waren wir ja. Das bringt mir nichts. Kann ich da denn hoch? Nee, ne? Das macht ja natürlich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwas versteckt ist. Hallo! Ne? Könnte natürlich auch theoretisch sein. Oder irgendein Schalter, irgendein Hebel. Irgendwo, wo man draufspringen kann. Irgendwo, wo ein Löchskin ist. Das kann natürlich auch sein. Ein Loch in der Decke, ne? Aber bis jetzt sehe ich hier rein gar nichts. Und auf dem Boden haben wir ja jetzt auch alles mitgenommen. Jetzt sind wir so gut vorangekommen. Und jetzt ist schon wieder... Ne? Ne, da können wir ja nicht dran klettern. Nächste Fackel bitte. Ich dachte vielleicht, dass man hier irgendwie durchkommt, dass das so, ne? Dass da so ein versteckter Eingang ist. Hätte ja auch sein können. Aber guck mal, der Dino im Dino. Ja, und hier hinten war ja auch nichts. Nö. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich weiß jetzt gerade nicht, was jetzt hier Phase sein soll. Zumal mehr haben wir ja auch nicht, ne? Wir haben ja nichts weiter. Theoretisch hier könnte dann auch noch irgendwie aufgehen, aber... Warte mal. Ne? Wir kommen doch hier, glaube ich, auch noch drauf. Na gut, das hat nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Ne, ich glaube, da kommen wir gar nicht drauf, oder? Nee. Nee, nee, nee. Ha, hier hatten wir jetzt alles. Da kommen wir wirklich nicht hoch. Wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Nee. Weder da noch da. Da ist auch alles voller Scherben. Kapiere ich das schon wieder nicht? Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Kapiere ich das schon wieder nicht? Ich glaube schon, ne? Ich kapiere das schon wieder nicht. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich hasse das. Hier können wir auch nirgendwo rein. Hier ist nichts versteckt. Nicht ein versteckter Eingang. Hätte ja sein können. Ja, ich renne jetzt schon wieder zum zweiten, zum dritten Mal rum. Aber hier ist ja nichts. Ich wüsste halt jetzt nicht, wie es weitergeht. Das... Nee, da kommen wir auch nicht rein. Muss der irgendwas kaputt machen, der Dino? I don't know. Was das hier für eine Durchreiche sein soll, weiß auch niemand. Da komme ich nicht dran. Aber warum sollten wir jetzt... Warum brauchen wir denn den Schlüssel, um jetzt unbedingt hier reinzukommen? Das muss ja irgendeinen Hintergedanken haben, oder nicht? Oder ist das wirklich nur der Dino, dass wir einen Dino sehen und sagen, wow, jetzt aber, ja, Junge, das ist, ne, das ist aber ein richtiges Prachtexemplar. Mein Gott, ey, hast du den gesehen? Das ist ja eine richtig, hui, 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 hui. Irgendwann habe ich keine Fackeln mehr, ne? Na gut. Nee.
Das ist hier einfach nur so. Das ist hier einfach wirklich nur so. Ich sehe es, und falls hier ein Hebelschalter sein sollte, ich sehe ihn nicht. Das kann echt nicht wahr sein. Hätte vielleicht hier versteckt irgendwo, ne, wir haben hier gar nichts. Wir haben hier rein gar nichts. Gut, dann schauen wir uns nochmal alles an. Da hinten sind wir, aber wir kommen ja jetzt hier gar nicht weiter, ne? Wir kommen ja überhaupt nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Nee. Da waren wir ja bei dem Moped. Die Frage ist, macht der, wenn wir den jetzt nochmal... Ich will mal kurz mal was ausprobieren. Ach guck mal, das Ding ist wieder zu hier. Kriegen wir das nochmal auf? Wenn wir den auf den... Aber ich weiß nicht, ob das dann ne, übergreifend ist, dass das Ding dann aufgeht. Achso, wollte nur den drücken. Die Frage wäre, würde theoretisch das wieder zugehen? Ne? Wir probieren einfach mal aus. Wenn das zugeht, dann wissen wir Bescheid. Ne, es bleibt offen, okay. Also haben wir hier keine Aktien, wir haben hier sowieso keine weiteren Aktien mehr drin. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Das war die schlauste Idee, die ich hatte, ne? Okay. Hier komme ich ja auch nicht hoch. Außer da. Aber mit den Sternen ist das so schwierig zu sehen. Nee, ne? Da ist auch nirgendwo, wo man drauf springen könnte. Huch, wo bin ich denn jetzt? Okay. Hier ist auch nichts. Nö. Nö, 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 nö. Die Frage ist, konnten wir... Ist da irgendwas zum Rausziehen? Ich gehe gerade halt alle Optionen durch, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wo ist denn der Dino jetzt? Der Dino ist weg, ne? Oder hat er so ein Riesengehege? Ja, da vorne ist er. Ne, wir haben hier einfach keinen Mehrwert drin, ne? Wir haben hier wirklich keinen Mehrwert drin. Ja. Hier haben wir auch keinen Schalter. Ah, ich habe bestimmt schon wieder übersehen, verdammt, ey. Das kann nicht wahr sein. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwas übersehen. Ah, ich hasse das, wirklich. Ich hasse das. Ich bin blind wie ein Fisch. Du weißt bestimmt schon, wo es weitergeht. Weil du wahrscheinlich auch eingefleischter Lara Croft-Spieler bist. Aber ich stehe hier echt komplett schon wieder auf dem Schlauch. Ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl, dass hier irgendwo ein Mehrwert ist. Aber es macht einfach keinen Sinn. Es ist einfach nur zum Gucken, ne? Es ist, glaube ich, einfach nur zum Gucken. Nee. Aber wie geht's dann weiter, ist die Frage. Wenn wir schon da nicht reinkommen. Also, wir kommen hier, kommen wir nicht weiter. Das ist, glaube ich, wirklich nur zum Gucken. Das Ding ist, hier kommen wir ja auch nicht weiter. Hä? Jetzt sag mir nicht, ich kann da dran klettern. Ich, ja. Was soll ich dir jetzt dazu sagen? Was soll ich dir jetzt dazu sagen, hm? Die kann tatsächlich an der Skulptur klettern.
Zwar nicht jetzt hier. Die Frage ist natürlich, was bringt uns das, eine Skulptur zu klettern? Vielleicht hier auf der Seite? Ne, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir irgendwo drauf kommen. Hier zum Beispiel. Das gibt's nicht. Das ist einfach so. Ey. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Ah, ey, wirklich, ich kotze doch ab. So langsam. Aha. Und da kann man wahrscheinlich drauf stehen, ne? Ja, ich muss gleich meine Aufnahme. Ich muss eine Aufnahmepause machen. Nee, da können wir nicht dran stehen. Nee, das macht keinen Sinn, was ich hier mache, ne? Das macht, glaube ich, keinen Sinn, was ich da mache. Pass auf. Aber könnten wir da drauf stehen? Nee, das ist ja auch viel zu. Was natürlich sein kann. Warte mal. Nee. Ja, ne? Du weißt, dass ich da vielleicht drauf komme. Entweder so oder ich springe einfach von hier direkt. Ob das schafft, ich weiß es nicht. Hui! Nein, schafft sie leider nicht. Schafft sie leider nicht. Das wäre ja eigentlich schon mal, ne? Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt von dem ersten schon springen. Ich habe irgendwas immer an der Nase. Ich glaube Katzenhaare. Ob das schon reicht? Nee. Nee. Ah. Warte mal. Ja, ich will mal was probieren, ob ich dann mich daran fest, aber ich weiß nicht, ne? Die Frage ist, komme ich auch hier irgendwo weiter? Nee. Nein. Oh, Mädchen. So. Genau, und theoretisch können sie dann jetzt hier wieder weiter hochklettern. Was uns das bringt, ich kann es nicht sagen. Zumal oben haben wir ja auch gar nichts mehr, ne? Da könnte man drauf, aber die Frage ist, wie? Die Frage wäre natürlich, wie? Und die Frage wäre natürlich, könnten wir uns jetzt hier festhalten? Oder kommen wir irgendwo hier hoch, ne? Na gut, wir könnten wieder ganz nach oben klettern. Ob das jetzt so schlau ist, weiß ich auch gar nicht. Ne? Pass auf, ich will mal was versuchen. Naja, auf diesem wollen wir bleiben. Wir werden zwar jetzt. Pass auf, wir werden zwar jetzt Schaden bekommen. Ich mach mich mal full. So. Ich speichere einfach mal. Und. Ne? Dann wären wir hier auf jeden Fall schon mal. Pass auf, dann mache ich jetzt mal kurz eine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ich habe ja gespeichert. Warum machen die so komische Geräusche? Warum machen die denn... Sind tatsächlich Schlägertypen. Wo kam der denn jetzt hierher? Ja, das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, das gucken wir uns gleich an. Alles klar, pass auf. Ich mache hier eine Aufnahmepause. Der wird ja irgendwo noch rumgeistern. Ich nehme das aber schon mal mit. So, zack. Und dann speichere ich hier nochmal, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann sofort wieder. Kleiner Cut und dann bin ich wieder für euch da. Bis dann, ciao. Gott sei Dank geht's weiter. Alles klar, ciao.